Da ist die Sterne echt ungünstig platziert. Ungünstiger als ungünstig. Ja. Oh. Hey. Und damit, meine lieben Leute, begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Super Mario Maker 2. One Subscriber Level per Day. The Mystery Ghost House. Ghost House? Nicht House? House? Von Julian436. Viel Spaß. 17 von 376 Versuchen waren erfolgreich. 4,52% ist die Abschlussrate. 60 Leute haben es gespielt. 14 Herzen hat es bekommen. Julian, du hast anscheinend etwas schwerere Level immer, ne? Würde ich mal sagen. Aber okay. So. Alleine das hier ist schon mal was ganz Besonderes. Weil das kriegt auch nicht jeder hin. Rein da, sagt er. Den Mannschaft? Passiert aber nichts. Da passiert auch nichts. Hä? Okay. Der kommt nicht raus. Der kommt nicht raus. Der kommt nicht raus. Jetzt haben wir den Switch umgestellt. Geh nach links. What? Da komme ich ja nicht lang, das ist ein One-Way. Der Pfeil irritiert sowas von derbe, Julian. Ich weiß jetzt zwar, was du damit meintest, aber... 60? Alter Julian. Klar. Wer liebt sowas nicht? So, shoot me. Hey, ich lebe. Dead.
Viel zu viele Spike Runs. Da ist die Sterne echt ungünstig platziert. Ungünstiger als ungünstig. Boah. Komm. Also wie gesagt, die Sterne waren echt jetzt sau ungünstig platziert. So. Alleine das durch die Tür rennen kostet schon sau viel Zeit. Das da kostet auch Zeit. Dann hier mit dem Eis. Das ist echt hier auch mal wieder so eine Sache für sich. Nicht ernsthaft, ne? Das möchtest du jetzt nicht, ne? Was möchtest du? Gut, ich bleib hier stehen, und... Danke. Und auch hier wieder der gleiche Fehler wie in einem anderen Level schon mal. Nur ein E-Switch. Ernsthaft? Spot the difference? Seriously? Oh Mann. Okay. Das ist der mittlere, weil hier die Uhr fehlt. Wäre das jetzt nicht gewesen, wäre ich echt. Boah. Boss. Och komm. Wo ist jetzt hier der Boss? Ach, ich kann die ja gar nicht angreifen. Hm. Survival. Gegen random Kamex. Sowas ist immer das Geilste. Besonders toll ist auch immer hier, klar, man kann hier stehen bleiben. Diese Bossmechaniken sind zwar schön und gut, aber... Also ich hatte das schon mal, glaube ich, in einem Zelda-Level von dir. Da hattest du auch genau das gleiche Thema mit diesem P-Switch. Da musst du wirklich dran arbeiten. Jetzt war das hier mit diesen Spike-Balls. Die Spike-Balls machen die Wand kaputt. In Ordnung. Die Spike-Balls kommen nach, hauen den P-Switch um, aber es kommt kein neuer nach. Das heißt, wenn ich dann nicht verstehe, klick, 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 ah, auf der anderen Seite... Ja, dann ist der P-Switch weg und man steht wieder da und muss sich töten. Und das nur, weil das halt nicht gut kommuniziert ist. Denn schlussendlich, der Bildschirm hat nicht alles gezeigt. Du musst es erstmal gucken, wieder zurück, hin und zurück. Und das war nicht auf Anhieb ersichtlich. Wenn ein Spieler jetzt beispielsweise das am Anfang nicht sieht, was er machen muss, das hast du häufiger, dass man es nicht sieht, was muss er machen, weil er das Ganze gar nicht im Blick hat, dann macht der Spieler irgendwas vorher kaputt und ist dadurch frustriert. Und durch diese Frustration... kannst du halt auch keine Herzen bekommen, sondern auch kein Bu. Aber es ist dann halt Frust. Und wenn jemand gefrustet ist, gibt er kein Herz. Ganz einfach. Ich bedanke mich trotzdem ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tod rein. Tschüss.